Netzwerke knüpfen stand an allen Handelsakademien und Handelsschulen in Niederösterreich am Programm. Unter dem Motto Bildung erleben, Wirtschaft entdecken, erfolgreich sein, fand in Bruck an der Leiter das Netzwerkforum 2012 statt. Das Netzwerkforum 2012, das wir heute an der Bundeshandelsakademie Bruck an der Leiter gemacht haben, ist nicht nur ein Schlagwort, sondern ist Realität. Es ist immens wichtig für unsere Schülerinnen und Schüler, die Bedeutung des Netzwerkes zu erkennen. Und es war uns eine große Freude, dass wir so viele prominente Politikerinnen und Politiker, aber auch Wirtschaftstreibende auf unserer Bühne gehabt haben. Und besonders freut mich, dass sehr viele erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen darunter waren. Gerade bei meinem Studium war es sehr interessant. Es war Medienmanagement in St. Pölten, war grundsätzlich ein Wirtschaftsstudium. Also wir haben Bachelor of Arts in Business bekommen. Und auf der FH ist dann immer interessant, da treffen dann zum ersten Mal Hackerabsolventen auf Gymnasiasten. Und dann ist man den Wirtschaftsbereichen doch um einiges überlegen und ich habe zum ersten Mal Nachhilfe im BW gegeben. Also das war wirklich sehr interessant. Ich denke, da ist sehr viel gesagt worden und kommuniziert worden, was den anwesenden Schülern durchaus für die Zukunft viel mitgeben kann. Und ich denke, das wird sie auch zum Nachdenken und zum Überlegen anregen. Zum Ergebnis und zur Präsenz der Absolventen kann ich nur sagen, das Ergebnis spricht für die Art der Ausbildung, einmal für diese kaufmännische Ausbildung, die hier vonstatten geht und natürlich auch für die Schule selbst. Die Schule wurde in ein sehr gutes Licht gerückt in der heutigen Beitrag und man hat von mehreren Seiten, sowohl Absolventen als auch den Vertretern der Wirtschaft und auch der Gemeinde gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, der Schultyp Handelsakademie, auch in Zeiten wie diesen, welche wichtige Rolle eine fundierte Ausbildung auch heute noch spielt. Und die geben wir unseren Schülern mit. Es waren sich alle der Diskussion Teilnehmenden einig, was eigentlich die Basis einer erfolgreichen Berufsbewerbung und eines erfolgreichen Berufslebens ist. Und auch das Thema Netzwerken ist hier nicht zu kurz gekommen. Es beginnt sehr früh, bedarf aber einer entsprechenden Kontaktpflege und eines entsprechenden Ausbaus. Das erste und kleinste Netzwerk ist natürlich in der Familie. Das ist schon ganz wichtig. Wenn es irgendwo Probleme gibt, die Eltern, die Geschwister helfen immer wieder. Und es geht dann in den Freundeskreis, in die Vereine hinaus, bis dann zu den Vertretern in den Firmen, Interessensvertretungen, die große Netzwerke sind und die dann halt im Allgemeinen helfen, wenn man auf Probleme stößt. Zufrieden mit dem Ergebnis der Diskussion hier in der Handelsakademie in Bruck? Ja, selbstverständlich. Wir brauchen ja die kommenden Mitarbeiter von uns oder vielleicht einmal Selbstständigen. Die Wirtschaftskammer muss das unterstützen und unterstützt auch dieses heutige Netzwerken, wie man hier sagt, sondern das ist äußerst wichtig für uns, für die Wirtschaft, dass hier die Jugendlichen hervorragend, und sie werden hier in der Hasch und in der Haag hervorragend ausgebildet.